Nur einen Tag nach dem Terroranschlag auf der Champs-Élysées, bei dem ein 37-jähriger Polizist getötet wird, und zwei Tage vor dem ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl, eröffnet in Paris ein spektakulärer Musikkomplex, das futuristische Konzerthaus La Scène Musicale. Inmitten der Seine lockt die neue Konzerthalle, nun unter dem Motto Musik für alle, die Hörer aus aller Welt an. Den musikalischen Auftakt zur Eröffnung liefert niemand geringerer als Musiklegende und Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan. Der 76-jährige Sänger gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Allerdings bleibt es fraglich, ob der Zeitpunkt der Eröffnung optimal gewählt wurde. Die Terroranschläge vom 13. November 2015 rücken wieder in den Vordergrund. Bei dem Attentat während eines Rockkonzerts im Bataclan-Theater werden 89 Menschen getötet. Auch zu den Anschlägen bekennt sich die terroristische Vereinigung Islamischer Staat. Der Staat vielversprechend, das Publikum begeistert. Der neue, mehr als 35.000 Quadratmeter große Musikkomplex soll laut dem japanischen Star-Architekten Shigeru Ban und dem Franzosen Jean Desgastin einem riesigen Schiff gleichen, mit einem gigantischen Segel aus Solarzellen. Die Seine Musicale liegt mit ihren 350 Metern Länge tatsächlich wie ein Schiff in der Seine. Das Segel aus Solarzellen ist über 45 Meter hoch und wirft je nach Tageszeit außergewöhnliche Spiegelbilder auf die Wasseroberfläche. Von innen hat man von fast überall einen Blick auf das Flussufer. Insgesamt verfügt der Komplex über ein Auditorium mit 1150 Plätzen, einen Veranstaltungssaal mit 4000 bis 6000 Sitzen sowie mehreren Aufnahmestudios. 170 Millionen Euro investiert Paris für dieses Kulturobjekt.